Guten Abend und herzlich willkommen bei unserem Musikspecial hier bei Premiere. Wie Sie bestimmt erfahren haben, ist die für gestern früh geplante Live-Übertragung des Madonna-Konzerts ausgefallen, da es in Sydney in Strömen geregnet hat. Wie ich Ihnen aber schon gestern versprochen habe, wurde alles versucht, um wenigstens eine Aufzeichnung des Konzerts vom Vortag aus Sydney zu bekommen. Und wir haben es rechtzeitig geschafft, das Band liegt vor. Zu Madonna selbst muss man eigentlich nichts mehr sagen. Von ihr haben wir bereits alles gehört und vor allem auch schon alles gesehen. Was wir allerdings hier in Deutschland noch nicht zu sehen bekommen haben, ist ihre aktuelle Girly-Show. Der Startschuss der Welttournee fiel am 25. September in London und sorgte natürlich wieder für Aufsehen und Skandale rund um den Globus. Direkt am nächsten Tag gab es Reaktionen aller Art. Auf der einen Seite Schlagzeilen wie zu pervers, zu obszön, frei ab 18 und so weiter. Auf der anderen viel Lob für eine gelungene Revue-Theater-Inszenierung. Auch hierzulande stieg mit solchen Meldungen und den entsprechenden Skandalfotos dazu natürlich die Spannung. Noch dazu gab es nur einen einzigen Konzerttermin in Deutschland. Der 2. Oktober in Frankfurt hätte es sein sollen. Die Karten waren sofort ausverkauft. Den Rest der Geschichte kennen Sie ja bestimmt. Fazit des ganzen Hickhacks war die kurzfristige Absage des Termins. Aus dem Bühnenspektakel wurde ein Medienspektakel, bei dem nicht nur das Tourmanagement, sondern auch Politiker zu Wort kamen. Wir haben uns vorab nochmal um ein paar Stellungnahmen und Hintergründe dieser Farce bemüht. Hi, I'm Madonna. Für Skandale und ungebührliches Verhalten in den Augen des Durchschnittsspießers war Madonna schon immer zu haben. Obszöne und provokative Gesten standen schon am Anfang ihrer Karriere auf ihrem Showprogramm. Seit 2 Monaten tourt Madonna mit ihrer Girly-Show durch die Welt und setzt in den Augen eines deutschen Politikers noch einen drauf. Norbert Geis von der CSU hat sich im Bundestag für ein Auftrittsverbot von Madonna bei ihrem einzigen Konzert in Deutschland stark gemacht. Angeblich war das trotzdem nicht der Grund für die Absage ihres Frankfurter Konzerts. Selbst im prüden Amerika hat man keine Probleme mit den sexistisch arrangierten Auftritten von Madonna, wie hier im letzten Jahr bei einer Benefizveranstaltung mit Jean-Paul Gaultier. Aber für CSU-Politiker Geis ist sie eine Kriminelle. Wir können ja nicht sie für eine Straftat verantwortlich machen, die sie außerhalb Deutschlands begangen hat. Ich meine nicht, dass man mit einer solchen Geschmacklosigkeit Geld verdienen sollte. Das hat sie auch gar nicht nötig. Naja, ich verstehe unter Kunst was anderes. Ich habe mich ja da ganz eindeutig geäußert. Man darf sich eigentlich mit den Profilneurosen dieses Politzwerges Geis überhaupt nicht weiter befassen. Was dieser Mann gesagt hat, ist umso erschreckender, wenn man überlegt, welch reiches Betätigungsfeld es gibt in Deutschland auf dem Gebiet rechtsradikaler Umtriebe. Ich meine, darum soll er sich mal kümmern und nicht um seine eigenen Verklemmungen. Madonna sieht ihr Konzert mehr als eine Inszenierung. Rockkonzerte zu machen, interessiert mich nicht. Was ich will, ist ein Theaterstück aufbauen, das einen Spannungsbogen, sozusagen einen Anfang, eine Mitte und ein Ende hat. Ich möchte die Zuschauer auf eine Reise durch die Gefühlswelt schicken. Sie sollen sich am Ende anders fühlen als zu Beginn der Show. Ich genieße es, Leute zu schockieren. Als ich bei diesem Fototermin meine Bluse öffnete, sind meine Manager fast in Ohnmacht gefallen. Bitte tu das nicht. Ich finde, wenn man was hat, sollte man es auch zeigen. Wenn Madonna gleich in Sydney ihren Fantasien freien Lauf lässt, denkt natürlich keiner mehr an die Enttäuschung von Frankfurt, wo die offizielle Version der Konzertabsage Probleme mit dem Aufbau der Bühne waren, der normalerweise 3 Tage dauert. Also ist eigentlich Magier David Copperfield der Buhmann. Er ist noch am Vortag in der Frankfurter Festhalle aufgetreten, was seit Monaten bekannt war. Ich habe meine Techniker nach Paris beordert, um sich dort ein konkretes und genaues Bild zu machen. Und gestern Abend gegen 11 Uhr kam dann das endgültige Aus. Warum aus? Es ist ein Fall von überdimensionierter Technik, die nicht bedacht worden ist.